So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und hier zeige ich euch mal wieder die Murmansk, weil es gibt zwei Gründe. A, ist sie ein wunderbares Schiff und B, gibt es sie zu gewinnen. Habe ich das jetzt richtig deutsch ausgesprochen? Ich sage es nochmal deutlich und auf richtig deutsch. B, es gibt sie zu gewinnen. Ja, was man dafür tun muss, ist ganz einfach, beziehungsweise es ist das Einfachste zum Auswählen. Die Kommentare, die ihr hier unter das Video gibt, da werde ich mir wohl einen aussuchen. Dementsprechend wäre es sinnvoll für alle diejenigen, die sagen, sie haben noch keine Murmansk und hätten da Bock drauf, dass man dieses Video doch kommentiert. Ja, das ist jetzt keine Aufforderung, aber ein gut gemeinter Hinweis. Ich hoffe, es ist verstanden. Nee, weil das muss man dazu sagen, YouTube selber darf man wohl nicht so wirklich diese Kommentarfunktion nutzen, beziehungsweise man darf keinen drauf drängen. Ich glaube, das ist der Haupthintergrund, also drängen will ich keinen, aber es wäre sinnvoll für all diejenigen, die Lust drauf haben, einen Kommentar zu machen. So, jetzt bin ich hier offen. Vielleicht finde ich mit dem hydroakustischen Sonar irgendwas. Weil das wird ja... Oh Gott. Bin ich gleich am Brennen. Da jetzt die Kongo. Und hier schießen sie alle auf mich. Die Kongo jetzt auch schon fleißig. Muss ich jetzt echt aufpassen. Aber jetzt geht es hier auf die Kongo zurück. Und jetzt drehen wir mal ein bisschen ab. Aber jetzt, wie gesagt, fangen wir auch mal an zu schießen. Denn hier haben wir auch noch ein Flugzeug. Aufgrund dessen, dass er nämlich sonst ein bisschen zu weit weg wäre, können wir jetzt auch da trotzdem weiterhin die Kongo nerven. Auch wenn sie außerhalb unserer Reichweite ist. Und können die auch dementsprechend sie jetzt wenigstens mal anzünden. Und so ein paar kleine Nadelstiche damit schon mal setzen. Nun aber genug Nadelstiche gesetzt. Jetzt kommt die Glemsen hier immer näher. Kongo haut auf jeden Fall mal ab. Der hat genug. So, Glemsen hat auch einen abbekommen. Hat hier den ersten Brandschaden. Den hat sie gelöscht. Schade, wenn man sie jetzt nochmal treffen würde. Und dann könnte sie nämlich nicht mehr reparieren. Dann wäre das schon der Tod der Glemsen. Auf jeden Fall dreht sie sich jetzt hier wie so ein Wiesel. Aber gut, ich kann auch die Kongo nehmen. Ich habe damit gar keinen Schmerz. Ich bin da ja variabel. Jetzt brennt sie nämlich auch lichterloh. Und noch eine Salve bringen wir danach auf jeden Fall an den Mann. Könnte sogar noch eine zweite sich rausgehen. Die halten wir mal ein bisschen vor. So soll es auch diesmal klappen mit dem Nachbarn. So, und jetzt die Glemsen macht uns hier die ganze Zeit auf. Na, das ist mir zu risky, wenn ich hier die Torps mal Richtung Gegner setze. Das könnte uncharmant ausgehen. Aber jetzt kommt es ja immer näher, die Glemsen. Wird hier immer mutiger. Oder auch wahnsinniger. Und jetzt kann man hier wirklich aufgrund der 6 Kilometer immer besser drauf wirken auch. Ja, jetzt hat sie den Antrieb verloren. Und jetzt ist es nur noch Formsache. Und weg ist sie. Wie versprochen, Formsache. Und die Kongo würde ich gerne nochmal anzünden. Ah, da habe ich die Leistung ein bisschen unterschätzt und die Geschwindigkeit der Kongo. Die ist schon nicht langsam. Oh, da kommt eine andere Murmansk. Für die wird jetzt natürlich standesgemäß AP geladen.
Und immer schön drauf. Da ist schon die erste Zitadelle gefallen und der Antrieb ist auch gleich hinüber. Ja, die fängt hier gut die Hits. Nochmal eine Zitadelle, zwei sogar an der Zahl. Und weg ist sie. Die Murmansk ist ein gutes Schiff. Also wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Und selbst wenn ihr nicht gewinnen solltet, ich schreibe übrigens in die Bedingungen noch rein, beziehungsweise in die Bedingungen, in die Videobeschreibung, bis wann das Gewinnspiel läuft. Das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Also wer sie nicht gewinnen sollte, ich kann sie auch trotzdem nur empfehlen, dass man sie sich kauft. Es ist für mich eines der besten Premium-Schiffe im Spiel überhaupt. Ihr könnt es ja auch in Anführungszeichen leicht ausprobieren. Ihr braucht nur euch die Omaha der USA holen. Und wenn euch die zusagt, ja, dann gefällt euch die Murmansk auch. So, jetzt sind nur noch die Gegner hier drüben vorhanden. Die sind aber auch zahlreich noch. Da darf ich jetzt nicht ganz so crazy reinfahren, sondern ich muss mich ja so ein bisschen... ja, reduziert und zurückhaltend agieren. Irgendwie ein schöner Satz. Auch wenn er nicht wirklich gut Deutsch war. Was ist denn heute los? Ich habe keine Ahnung. So, ich würde jetzt gerne auf die Kongo noch gleich ein bisschen schießen. Wie fahrt sie ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt. Keine Ahnung, ob die gut kommen. Aber ja, schaut doch ganz ordentlich aus. Ja, haben zumindest eingeschlagen. So, jetzt muss ich echt hier aufpassen, weil da vorne ist nur noch die Clemson, ein Zerstörer, dann die New York und ansonsten alles hier drüben ist gleich der Gegner. Von dem Team her ist es gerade ausgeglichen. So, jetzt kann ich mal wieder auf die Kongo schießen. So, und jetzt kommt mir aber die Furutaka hier immer näher. Die gehen wir jetzt auch mal. Einmal im Brand gesteckt. Und ich werde hier auch schon beschossen. Wie gesagt, lasst die Gegner in so einer Situation auch ruhig mal auf euch kommen. Übertreibt es nicht von eurem Tatendrang. Jetzt die Königsberg. Ist schön weich eigentlich als Gegner. Deswegen jetzt wieder auf AP wechseln. Oh, Motor ausgefallen. Das ist schön. Was Motor oder war es Steuerung? Habe ich es nicht ganz auf dem Schirm. Aber wie es aussieht, war es der Motor. Fahrt ein bisschen nach oben. Zitadelle ist schon mal gut. Oh nee, das war schlecht. So, jetzt habe ich natürlich mir ein bisschen hier das Momentum genommen mit dem Einparken. Aber einfach zurück, bisschen drehen. Dann sollte das schon funktionieren. Und dann hoffentlich schnell wegkommen.
Kommt nämlich eigentlich, hat sie einen ganz guten Antritt. Aber klar, ich bin natürlich Fokusfeuer für so ziemlich jeden jetzt. Dementsprechend hier schnell weg, aber es funktioniert. Und weg bin ich. Da drüben kommt jetzt eine Furutaka. Die New York bietet sich aktuell noch als Ziel an, bevor die Furutaka beschießbar ist. Ah, brennt. Sehr gut, sehr fein. Und nochmal. Das ärgert natürlich die sehr. So, und da drüben ist jetzt die Furu. Die Furu wird auf jeden Fall erstmal auf die Oma gehen. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit, mich einzugrooven. Da schon die erste zwei Zitadellentreffer. Und der dürfte es eigentlich jetzt wegmachen. Ne, war ich wieder nicht. War der Ringbear. Aber egal. Bis jetzt der Hit und der Anzahl des Schadens, der läuft bisher ganz gut. Mit dem Kill soll es nicht sein, aber man kann ja nicht immer nur alles töten. So, da ist eine Mine-Kase. So, und jetzt kommt da die Myogi. So, die Myogi ist jetzt deswegen ganz doof, weil jetzt hat sie mir hier die Omaha weggeschossen. Das war jetzt nicht so der Plan. Deswegen drehe ich jetzt doch bei. Ich wollte kurzzeitig drauf fahren, aber ich habe mich jetzt wieder umentschlossen. Weil die macht schon Aua. Wie man sieht. Deswegen jetzt hier bisher mit dem Popo wackeln. Nicht beherrschbar, nicht vorhersehbar sein. Beherrschbar, vorhersehbar. So in etwa. Natürlich typisch japanisch. Schnelle Geschwindigkeit. Torpedos sind leider kurz vor Einschlagen zugegangen. Jetzt schießt sie wieder. Deswegen wieder hier die Fahrtrichtung ändern. Wir liegen ja von den Tickets her vorne, aber sind zahlenmäßig der Spieler deutlich zurück. Jetzt muss ich jetzt aufpassen, von wem ich jetzt hier Hits bekomme. No. Jetzt bin ich der Letzte. Das ist eher unschön. Wow, da hat er mich mit 10.000 von hinten mit einer Zitadelle einen Treffer fertig gemacht. Das tut natürlich sau weh. Das heißt, jetzt mache ich noch das an Schaden, was geht. Ja, und da war es leider auch schon deutlich früher zu Ende, als ich es erhofft und gewollt hatte. Aber unterm Strich trotzdem eine gute Murmansk-Runde, auch wenn es mit dem Kill nicht hat sein sollen. Aber trotzdem hat man gesehen, was das Schiff kann, und das finde ich einfach beeindruckend. Habe mich hier auf den ersten Platz gefahren und habe Schaden gemacht. Ja, so ein bisschen. Was ist es in Summe? 40, 50, 60, naja, knapp 70.000 Schaden. Ich denke, das kann man für ein Tier 5 Schiff lassen. Und Creditpunkte sind natürlich ein ganz wichtiges Thema beim Premium-Schiff. Und man sieht, automatische Reparatur, die ist besonders gering. 14.300, ja, 189.000 raus, und das bei einer Niederlage. Das kann man doch lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal, euer Icar.